Hallo Oberlausitzer und Ehrenlausitzer, seid herzlich willkommen zum ersten öffentlichen deutsch-polnisch-sorbischen Oberlausitzer-Treffen. Wir leiten heute den Oberlausitzer Frühling ein. Wir schreiben heute die Oberlausitzer Geschichte mit. Unsere Vision ist, auf der Basis der tausendjährigen Geschichte der Oberlausitz und der jüngsten Entwicklung in Europa ohne Grenzen, künftig eine gemeinsame Oberlausitz zu schaffen, in der Deutsch, Polnisch, Sorbisch und Sorbisch gesprochen wird. Und der Oberlausitz. Damit kommen wir, die deutschen Oberlausitzer, wie auch die polnischen Oberlausitzer, aus der scheußlichen Randlage heraus. Wir werden dann in die Mitte Europas kommen. Dabei wollen wir stärker als bisher betonen, dass 130 Kilometer der internationalen Via Regia durch die Oberlausitz zwischen Luban und Königsbrück verlaufen. Somit haben wir noch größere Chancen, uns international noch bekannter zu machen. Wir alle in der Oberlausitz brauchen künftig mehr denn je den Tourismus für die wirtschaftliche Stärkung der Oberlausitz, also für Arbeit in unserer Region. Es sind 16 Oberlausitzer Vereine heute anwesend, die zum Teil auch hier noch auftreten und auch einige Geschäftsführer von Oberlausitzer und Unternehmen, was uns auch besonders freut. Die Oberlausitz ist 2,5-mal so groß wie das Saarland. Davon ist immerhin 67% der Oberlausitz gehört zum Freistaat Sachsen, 30% gehört zur Republik Polen und 4% gehört also zu Brandenburg. Also wir sind ziemlich groß, sind wir, wenn man so will. Ich laufe den Dorfe Litterfo und Schellabern und Quark gibt's hoch. Der Heme ist der Heme. Ich kann mich noch aus Greenland und über Antlen Kaufer freuen und meine Äppelbeene. War auf die Hills am Häuselpfeff, mich wagen meiner Sprüche F, da geh mal aus dem Dorfe. Ich mach mein Innengebindehaus und quetsch mich so, wie ich mit aus. Währenddessen, dass im Jahr 2002 21% der Deutschen waren, die die Oberlausitz kannten, haben wir im letzten Jahr 2012 mit 63% den zweithöchsten Bekanntheitsgrad aller sächsischen Regionen und Destinationen erreicht und sind da auch im deutschen Bereich im ersten Drittel gelandet. Also es passiert was und das ist der Verdienst unserer aller Arbeit, Ihres Engagements, Ihre Aktivitäten und deswegen herzlichen Dank auch den vielen Vereinen, den Machern vor Ort, den Aktiven vor Ort, die daran mitwirken. Eine spezielle Idee, wie man junge Menschen gewinnen könnte, sich mit der Oberlausitz auseinanderzusetzen. Eine ganz spezielle, nämlich zu sagen, liebe Leute, lasst uns doch mit den Regionalschulämtern, mit den Partnern vor Ort schauen, dass die jungen Leute der Region an diesem kalendarisch vermerkten Tag tatsächlich ein Stück Oberlausitz kennenlernen. Das muss nicht immer das unmittelbare Heimatdorf sein, das kennen Sie bereits, aber warum soll ich an diesem Tag ein Zittauer Görlitz, ein Muskauer Bautzen oder ein Königsbrücker Löbau bzw. ein Heuerswerda, Neusalza-Spremberg und Oppach kennenlernen. Also dieser Teil des Zusammenwachsens, junge Leute mit auf den Weg zu nehmen, weil sie stehen für die Gegenwart und wir brauchen diese gemeinsame Zukunft über die jungen Leute. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Treffen hier im Kloster Marienthal an der Trinationalen Via Sacra und sage ganz herzlich bei den Organisatoren, bei allen Mitwirkenden, Dziękuję bardzo, Utrop Nitschak, herzlichen Dank.